Wir sind auf der Produktronica 2013 hier, zweiter Tag. Ich bin hier mit Volker Pape, Chef der Viscom GmbH. AG. AG. Und ja, wie läuft die Messe derzeit? Der erste Tag ist vorbei. Alle positive Sachen, die wir hören, wie sieht das bei Viscom aus? Ich kann das nur bestätigen, die Messe scheint ein Erfolg zu werden dieses Jahr. Wir haben etwa ein Drittel mehr Leads am ersten Tag als üblicherweise auf dieser Messe und insofern sind wir ziemlich zufrieden. Die Qualität ist wie üblich hervorragend, sehr detaillierte, sehr technisch orientierte Anfragen. Aufs Geld wird natürlich auch geguckt, aber es ist schon sehr angenehm für uns. Leitmesse Produktronica. Was hat Viscom alles hier auf dem Parkett stehen? Ja, wir sind ja einer der wenigen Anbieter, der für die SMD-Inspektion das komplette Spektrum anbietet, von SPI über AOI bis zu AXI und das auch in verschiedenen Kostenbereichen. Und insofern zeigen wir unser ganzes Spektrum mit dem Schwerpunkt 3D-Technologie. Wir haben überall 3D-Technologie anzubieten und der Schwerpunkt dabei ist unser neues XM-Modul in der 6056, das XM3D, was eben die 3D-AOI-Aufgaben in diesem System übernimmt. Und darüber hinaus unser schon im Frühjahr eingeführter Quality-Uplink, der aber ein echter Publikumskundenrenner ist, weil er eben den Kunden eine sehr gute Optimierungsmöglichkeit für ihre Produktion bietet. Dann wünsche ich Ihnen eine erfolgreiche Messe und bedanke mich für das Interview. Vielen Dank.